Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Zu Besuch ist heute bei uns mal wieder die kleine Hundeschule. Ja? Vier von diesen Diamond-Block-Hunden haben wir euch ja schon mal gezeigt. Der erste ist hier der kleine freche Beagle gewesen. Dann haben wir bekommen den Australian Shepherd. Ja, schön hier mit dem melierten Fell. Golden Retriever, ne? Soweit ich weiß, einer der beliebtesten Hunde in Deutschland. Wobei, da hat natürlich jeder seine eigenen Vorstellungen. Letztens gekommen ist hier der deutsche Schäferhund. Der guckt richtig so ein bisschen, guckt schon ein bisschen streng. Ne? Zwar aufpassen. Und jetzt ist er da hier. Ist er nicht süß? Ist der nicht niedlich hier? Der kleine Bichon Frise. Ganz in weiß. Darum haben wir ihm ein schönes rotes Halsband spendiert. Ja, gibt das ein bisschen Kontrast. Und der guckt doch richtig süß. Guckt der nicht richtig süß? Der freut sich. Der freut sich, dass er hier im Noppenstein-Studio von Bluebricks und bei YouTube ist. Und die glänzenden Augen, das finde ich ja immer so toll, wenn man sich das anguckt hier. Die haben da noch einen kleinen weißen Stein reingemacht in die Augen, dass die so richtig glänzen, das verleiht den Augen ihr Leben. Und das ist auch das Schöne bei diesen Diamond Blocks, dass man solch kleine Details mit diesen sehr, sehr kleinen Steinen so toll nachstellen kann. Das geht einfach mit den größeren Steinen nicht. Dann müsste der, um solche Details zu zeigen, naja, halt den Faktor 2 größer sein, doppelt so breit, doppelt so lang, doppelt so hoch. Und das geht halt mit den Diamond Blocks wunderbar. Ich habe nicht selber gebaut, die Hunde, das baut ja alles meine Frau. Ich kann irgendwann dann zwischendurch, darf ich mal ein Bein bauen oder eine Nase oder sowas. Aber ansonsten lässt es mich da nicht ran und macht das alles selber. Bauen ist angenehm gewesen, wie sie sagt. Und sie hat hier auch noch weniger mit Suchen zu tun gehabt, weil es ist ja nun wirklich fast alles weiß. Es gibt also gar nicht so viele verschiedene Steine. Sie hat allerdings mich auch darauf aufmerksam gemacht, es sind so ein paar hier eingebaut, zum Beispiel bei den Augen. Da ist ein Stein drin, der hat so eine Abkantung nach oben, so eine schräge. Das haben wir bisher bei den anderen Hunden noch nicht gehabt. Ich kenne die Teile zum Beispiel in dem Arc de Triomphe, den ich mal gebaut habe aus den Nano- bzw. Diamond Blocks. Da sind solche Teile durchaus auch schon mal drin gewesen. Bei unseren Hundefreunden hier, bei den kleinen Hundis, haben wir das jetzt zum ersten Mal. Aber auch dadurch geht es natürlich noch mal besser, dass man so sehr kleine Details dann noch mal besser wiedergeben kann. Bestehen tut der kleine Freund aus 2223 Teilen. Da frage ich mich, ob sie das extra gemacht haben, damit es nicht so eine Juxzahl 2222 wird. Haben sie ihm irgendwo vielleicht nochmal so einen kleinen Stein hingesetzt, damit das passt. Es sind aber, das übrigens ist der Karton, sieht ein bisschen verdellt aus. Das ist unser Vorabmuster, was wir per Luftfracht bekommen haben, damit wir den schon bauen konnten, bevor dann die Lieferung hier eintrifft. Dann ist der so zerdellt. Wenn ihr den kriegt, ist der natürlich nicht so zerdellt. Dann schauen wir auch mal rein. Denn das mit den Teilen, ihr kennt das von den anderen Hunden, die packen also immer reichlich dort rein. Also ich denke, was wir hier nochmal an weiteren Teilen haben, also mindestens 100 sind da nochmal extra drin. Ja, das machen die schon auch sehr bewusst. Denn so klein und dementsprechend leichtgewichtig, wie die einzelnen Teile sind, da kann das bei den Maschinen, die die Teile zusammenstellen, schon mal passen, dass das schon mal passieren, dass das nicht ganz genau passt. Und dann packen die lieber 1, 2, 3 mehr rein, damit das noch geht. Der hier ist übrigens auch ganz interessant. Den haben sie im Auge, glaube ich, verbaut. Ja, genau. Und als Zahn auch. Das ist so ein runder 1x1. Ja. Teiletrenner haben wir dabei, kann man durchaus auch mal gebrauchen. Die Anleitung, nicht jetzt wirklich außergewöhnlich, das ist, wie ihr das von den anderen Hunden auch kennt. Da wird Etage auf Etage gebaut. Also von daher müsste man eigentlich sagen, ein sehr einfaches Bauen, und das ist es durchaus auch.
Die Schwierigkeit besteht dann teilweise schon tatsächlich daran, je nachdem, was man für Finger hat, diese doch sehr kleinen Teile aufeinander zu setzen. Ne? Und wir wissen ja nun auch, ich weiß es hier aus dem Lagerverkauf von vielen, vielen Gesprächen, das ist schon ein Thema, was die Mädels also da ganz stark interessiert. Die Jungs bauen dann lieber Autos und Panzer und so. Im Übrigen hat mir da die Katrin einen ganz witzigen Hinweis geschickt, gemailt. Die sagt nämlich, das wäre ihr alles so klein auf den Abbildungen. Und ich kann es in gewisser Weise verstehen. Wenn ich baue, muss ich auch teilweise meine Lesebrille aufsetzen. Und die Katrin, die macht was ganz Witziges. Die fotografiert sich den Bauabschnitt mit dem iPad ab und vergrößert das dann auf dem iPad. Fand ich mal eine ganz pfiffige Idee. Katrin, danke für den Hinweis, ist hiermit weitergegeben und hilft vielleicht auch dem ein oder anderen Hundefreund. Jo, und dann fassen wir das noch einmal zusammen und dann denke ich, haben wir es für heute auch schon wieder. Wir haben also hier den fünften Hund von den Bluebricks Pro aus den Nano- bzw. Diamond Blocks. Das ist der Bichon Frisé, die Nummer 102520 mit 2223 Teile. Kostet angenehme 24,95. Die Abmessungen sind 20 x 10 x 19 und Komplexität ist guter Durchschnitt. Das mit der Größe ist übrigens noch ganz interessant. Er wirkt ja so tatsächlich erstmal kleiner, wenn man das so nebeneinander hält. Ne? Aber die Teileanzahl ist also ziemlich identisch und in der Größenordnung, wie wir das auch bei den anderen Hunden so haben. Das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass wenn der so sitzt, dann nimmt er nicht ganz so viel Platz in Anspruch, wie er das ansonsten tut. Es sind weitere Hunde in der Pipeline. Letztens schrieb schon jemand irgendwo unter den YouTube-Kommentaren, da habe ich das nämlich auch gesagt, der Hund ist noch in der Pipeline. Schrieb er gleich drunter, Tierquälerei, Hund in der Pipeline. Okay, also in der Produktpipeline. Da werden die nicht zerquetscht. In Produktpipeline werden keine Hunde zerquetscht. Befindet sich momentan noch ein French Bulldog in Grau. Sieht sehr, sehr schön aus. Und was haben wir denn noch? Ein nicht Australian Shepherd. Ich komme jetzt nicht mal drauf. Schaut unten auf dem Link. Der Bartosch blendet den ein und da seht ihr dann hier die fünf Hunde und da seht ihr als Ankündigung auch schon die Hunde, die in der Pipeline sind und dann in ein, zwei Monaten oder so auch hier sein werden. Ja? Für heute war es das. Ich verabschiede mich und die ganzen kleinen Hundis hier verabschieden sich ebenso von euch aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Euch wünsche ich viel Spaß beim Bauen. Bis demnächst, euer Klaus. Tschüss!